Moin bei Koch mal schnell. Heute gibt's dir das ganz Schnelles aus dem Airfryer, Flammkuchentoast. Schaut's euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was wir brauchen, habe ich wieder rausgelegt. Wir brauchen natürlich Toast, außerdem Creme Fraiche, Kochschinken, ein bisschen Gratinkäse oder Mozzarella, eine rote Zwiebel und Schnittlauch und zum Würzen ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer und dann kann es auch schon losgehen. Zunächst rühre ich den Belag an. Ich nehme hier die Creme Fraiche und gebe das Ganze in eine Schüssel. Dann kommt die rote Zwiebel dazu, Kochschinken, der Gratinkäse und außerdem der Schnittlauch. Und wenn wir den Schnittlauch auch in der Schüssel haben, dann würzen wir das Ganze mit ein bisschen Salz. Der Käse hat schon Salz, also seid vorsichtig. Und außerdem Pfeffer. Ja, und ihr wisst ja hier bei mir, Mission is possible. Also heißt es jetzt hier Mission, Mission, Mission. Wenn die Masse ein bisschen dick geworden ist, gebt ihr entweder noch ein bisschen mehr Creme Fraiche dazu oder einen Schuss Milch. Das geht auch. Und dann heißt es wieder Mission, Mission, Mission. Und wenn wir alles gemischt haben hier, dann gehen wir an die Toast. Und mit dem Toast machen wir gar nicht viel. Ich walze die Toast hier einfach so ein bisschen platt. Ne? Könnt ihr so eine Handwalze nehmen oder auch eine Flasche, was immer ihr habt, damit er ein bisschen flacher wird. Und wenn ich beide Toast hier platt gewalzt habe, dann verteile ich meinen Belag auf den Toast. Und da passe ich auf, dass ich den Belag wirklich auf den kompletten Toast verteile, also keine freien Stellen lasse, weil die sonst sehr schnell verbrennen. Also verteilt den Belag gut bis in alle Ecken und dann schmeiße ich meinen Ninja an hier, den Airfryer. 180 Grad, 10 Minuten, das hat allemal gereicht. Im Zweifel mal reingucken und wenn er vorgeheizt ist hier, wenn der Ninja sich meldet, und dann gebe ich hinterher meine beiden Toast hier in den Knusperkorb und bitte Achtung, Handschuhe. Die Maschine ist heiß, ne? Verbrennt euch nicht, also zieht auf jeden Fall Handschuhe an und das war es auch schon. 10 Minuten zwischendurch mal schauen, dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, meine Flammkuchentoast riechen schon ganz wunderbar, sind vielleicht ein bisschen dunkel geworden. Wenn euch das zu dunkel ist, nehmt ihr sie nach 6 Minuten, nach 7 Minuten raus. Das reicht auch. Aber ansonsten hat das wunderbar geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.